Hallo, ich bin's wieder, eure Uli. Ich muss noch eine Geburtstagskarte machen, weiß aber noch nicht, wie die werden soll. Und jetzt habe ich einfach mal einen großen Stempel. Also es wird eine Karte für einen Mann. Und jetzt benutze ich einfach mal einen großen Stempel für Hintergründe. Und ihr könnt mir dabei zuschauen, habe ich gedacht mal. Ich so arbeite. Ich muss gerade mehrere Männerkarten machen. Eine habe ich schon gemacht, kann ich euch ja mal schön zeigen. Kleiner Moment. Und zwar habe ich die gemacht, der Umschlag dazu. Und da habe ich dann noch viel Platz zum Unterschreiben, weil das soll fürs Geschäft werden. Also, dann habt ihr die auch mal gesehen. Wie gesagt, ich weiß noch gar nicht, was ich hier mache. Also, jetzt werde ich mir erstmal einen Hintergrund gestalten. So, das sind so große. Das sind von Viva Decor. So sagen, also alles, was ich hier mache, ist ja immer selbst gekauft, also und unbezahlte Werbung. So, jetzt bin ich mal mit der Große fertig. Dann putze ich nochmal gleich das ab. Wie gesagt, ich habe echt noch keinen Plan. Jetzt denke ich mal, was habe ich denn da für Schablone dran? Mal gucken, vielleicht habe ich andere. Jetzt habe ich da so ein älteres Teil gefunden.
So sieht es aus. Mal gucken, was ich da alles. Das mache ich vielleicht mit dem dunkleren. Wie gesagt, ich habe jetzt hier nur ein paar Kopfideen. Es kann auch sein, ich muss alles wieder verwerfen. Das ist jetzt so ein, da steht Always Remember Beautiful Moments. Das kommt gar nicht so schlecht raus. Jetzt machen wir da auch noch ein paar so Noten. Das finde ich auch nicht immer so schlecht. Da. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das nachher zerschneide. Also ob da noch was drauf zum Lesen ist, weiß ich auch nicht. Ich mache mir jetzt einfach mal ein Papier. Und ihr könnt mir über die Schulter schauen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob das euch so gefällt. Ob ihr gern dabei seid. Wie so eine Karte entsteht. Dann machen wir das auch gleich wieder sauber. Das gleich auf dem Papier, so dann hat man gleich so ein paar. Wie so Kaffee gefärbtes Papier. Jetzt einfach mein normales Feuchttuch. Das ist Walnussgläser. Man könnte ja auch ein bisschen mit Topaz arbeiten. Brauchen wir grünen. Oder blau. So.
Ja, ich habe eigentlich genug Papier, aber ich möchte immer auch mal selber was gestalten. So, ich habe mir hier jetzt verschiedene Stempel auf einen ja, Stempelhalter halt drauf gemacht. Der eine heißt Lass dich feiern, Make today amazing und Happy Birthday. Und ich werde jetzt einfach mal drauf loschen, aber ich glaube, ich tue das embossen. Das gefällt mir besser. Mal schauen, was. Dann habe ich uns Versamark. Also jetzt nehme ich das da, Make Today Amazing. Das kommt jetzt einfach mal da drüber. Also sehen tut er im Moment nicht viel. Das sehe er dann ja erst nachher, wenn ich es dann embossed habe. Mal gucken. Hier habe ich noch nicht gestempelt. Ich sehe es natürlich auch nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt Pulver drauf tun. Wie mache ich denn das? Ich glaube, ich nehme Kupfer. Muss ich mal schön herholen. Jetzt schauen wir mal. Ups, oh, jetzt breche ich es auch noch ab. Ich sehe es selber auch nicht mehr, wo ich gestempelt habe. Und mir ist das jetzt auch egal, wo das hängen bleibt. Weil ich weiß ja eh nicht, wo ich schneide. Oh, habe ich aus Versehen jetzt auch gemacht. So, jetzt sehe ich das hier. Jetzt kann ich wieder besser gucken. So. Da auch was noch gemacht, weiß ich jetzt nicht.
Okay, sieht nicht so aus. Machen wir da auch was nach. So. Und dann können wir noch das Happy Birthday. Das kann ich da drauf lassen. Das habe ich da auch schon drauf gemacht. Also, ich habe das jetzt so auch noch nie gemacht, aber sonst tue ich eigentlich eher schön, ne? Aber geht auch so. Da ist noch nichts drauf. Okay. Dann machen wir das mal da geschickt auch noch drauf. Jetzt räume ich erstmal, glaube ich, die Sauerei ein bisschen auf. Das muss ich auch dann einsorten. So, das machen wir so weg. Das habe ich schon ewig. Aber ich tue auch nicht so oft im Busse. So, jetzt werfe ich meinen Föhn an.
Also die, die Anfänger sind, wäre jetzt besser. Die man hat eins nach dem anderen. Weil dann ist das auch eine Gelingsache. Aber da es bei mir nur um den Hintergrund geht, habe ich das jetzt so gemacht. Also das heißt, ihr macht erst den einen Stempel drauf, den anderen, den macht er erst drauf, wenn ihr embossed habt. So. So, ich habe das jetzt schnell fertig geföhnt, damit ihr nicht so lange das Geräusch hören müsst. Tender, bei mir ist das jetzt, da ist doppelt drauf, da ist wirklich nicht so gescheit drauf, aber das soll ja auch nur eine Hintergrundsache werden. Das kann sein, da ist nachher verdeckt oder wie auch immer. Also, besser arbeiten. Jetzt schaue ich mal, was ich davon brauchen kann. Vielleicht so. Jetzt mache ich es erstmal zur Hälfte. Ein kleiner. So, jetzt habe ich es zerschnitten. Und jetzt schauen wir mal, was da drauf kommt. Erstmal so. Weiß ich echt noch nicht, wie ich da was machen soll. Eigentlich könnte ich es auch schon so lassen. Und dann mache ich hier drin noch was Rundes rein. Und da schreibt man dann Happy Birthday, Didi oder so. Didi, nur Happy Birthday. Und da kommt Didi rein. Das stanzen sie mal schön aus. So, meine Idee. Jetzt habe ich gerade so Stanze ins Zimmer in Finger kommen. Die sind vom Action. Und ja, das soll ja eigentlich so eine Wimpelkette sein, weil da haben es ja die Streifen dazu. Und da ist noch Hip Hip Hurra drauf. Ich werde jetzt mal gucken, wie ich das haben möchte. Da muss man das erst noch rausmachen. Irgendwie so habe ich mir das vorgestellt. Und da soll dann Didi stehen. Ja, und die mache ich dann am besten Unterlage vielleicht. Braun, schwarz oder braun oder grün. Tolle Idee. Ich zeige es euch gleich, was ich mir überlegt habe. So, direkt wo ich das Ding ausgesucht habe, das Papier, habe ich mir gedacht, das könnte man so und so machen. Also ein bisschen am Braunes so. Mit dem Grün kombiniert. Und dann einfach hier noch Didi drauf und dann vielleicht Stardom. Oder da Hip Hip Hurra, das könnt ihr auch machen. Das ist doch eine Idee. Und das dann vielleicht in Glanzpapier drauf. Hip, hip,
Hurra, ja, das hört sich doch gar nicht schlecht an. Das stellen Sie jetzt auch gleich aus. Da braucht er ja nicht dabei sein. So. Ach. Jetzt habe ich ganz vergessen, das auszuschalten. Ich habe jetzt gerade einen Kaffee getrunken. Kleiner Moment. So, jetzt habe ich es rausgepult. Ah, da ist noch was drin. So. Und so klebe ich es dann auch. Jetzt weiß ich bloß noch nicht, ob ich da einen schwarzen Rand drumherum machen soll. Oder auch einen grünen. Dann müsste ich das noch kleiner schneiden. Ich glaube, das mache ich so. Das sieht schöner aus. So. So, jetzt habe ich mir doch nur aus dem gleichen Papier ein grüner. Ich habe es ein bisschen angedeutet. Das sieht einfach gleich netter aus, wenn das. Wo ist meine kleine Klebeflasche hier? Haben wir da mal mit dem drüber. So. Schön gerade. Genau, so will ich es haben. Dann kann man das zusammensetzen. Das da in der Kammer zu ersetzen. Das soll einfach so ein bisschen schräg sein, alles. Überleg mir gerade, ich könnte ja da. Wenn das so. Da kommt das Didi drauf. Und da eine Hip Hip. Hurra! Und wenn ich da eine so ein Löchle durchmache und wie so ein Bindel durchmache, weiß noch nicht. Jetzt klebe erstmal das fest. Aber so sind halt eher schon mal meine Gedanken. Irgendwo mal Pinzette wieder nachgelegt. Ah, da ist sie. War sie doch aufgeräumt, gell? Also bei mir sieht es immer gleich so aus, immer auf dem Tisch. Aber ich bastel halt so viel.
ist gerade jetzt ein Wunder, dass ich euch immer mitlaufen lasse. Jetzt, wenn ich es mitlaufen lasse, ist es ja nicht ganz so schlimm. Dann muss ich nicht so. Dann sehe ich doch halt zwar alles, aber. Ich muss nicht ständig Pause drücken, das hält mich dann auch auf immer. Ich mache einfach nur eine Schleife. Ich überlege mir mal geschwind was. Ja, die habe ich jetzt mal geschwind so aus dem Handgelenk gemacht, weil die ist noch. Ich mache das gern an der Rolle dran, weil dann hat man nicht so große Verschwendung, wenn man das jetzt einfach so danach macht. Sieht das doch auch ganz nett aus. Ich könnte die Schleife auch noch kleiner machen. Dann kürzer. Ja, ich glaube, das gefällt mir ganz gut so. Die muss ich ja dann verschicken. Also so outbollig darf ich sie gar nicht machen. Das heißt, ich brauche meine flache Teddy. Aufkleber. Das klebt schon. Ich meine, der Briefumschlag kostet ja eh 5,50 €, soweit ich das weiß. Und der kommt nur in den DIN A5 Umschlag rein. Theoretisch kann ich schon ein bisschen. Weil wiegen tut er deswegen nicht mehr. Wenn ich das ein bisschen aufbausche. Schon wieder alle verbraucht. Nee, da hat er nicht eins. Die mache ich jetzt halt mehr auf der Seite, weil da ist ja schon hier. Da mache ich muss ein bisschen Kleber hin. Was meint ihr? Sieht es gut aus? Also mir gefällt es.
Jetzt brauchen wir den Textilkleber. Gucken wir mal, ob da was rauskommt. Natürlich nicht. Ja, das hat das immer den Kleber vom Teddy habe ich da drin, aber das halt immer der trocknet so schnell. Und der ist auch gut, wenn man was schnell trocken haben will, aber leider nicht fürs langsame Basteln geeignet. Selber, da ist innen drin auch die Flasche, der Düse-Ding da ganz verstopft. Vielleicht kriege ich ihn an einem Stück raus, die Verstopfung da. Ja, gar nicht so schlecht. So, ich habe ihn frei bekommen und jetzt tue ich dahinter so ein, weil der klebt eigentlich recht gut. Und so, jetzt habe ich eine Schleife drin, gell? Was könnte man denn da für Dinger drauf machen? Da finde ich Felsen. Das sind so uralt Nieten. Doch, da machen wir eine drauf. Ich mache da halt immer zur Sicherheit noch ein bisschen einen Klebepunkt drauf. Weil ich bin mir nie, ich traue dem. Ich traue immer dem Friede nicht so, wenn das dahinter da, das mit dem, was das Kleber soll, gell? So, jetzt habe ich ja das fertig. Jetzt kann ich das Innenleben machen. So, jetzt wollte ich gerade einen Streifen runterschneiden für das Papier hier. Aber jetzt ist mir die Idee gekommen, bevor ich den Streifen runterschneide, möchte ich diese Wimpel hier mit einer Bürstle. Wie könnte ich denn das feststellen? Mit meinem Magnete vielleicht? Meine Magnetplatte habe ich hier. Dann ist es nicht ganz so rutschig. Also mir kommen die Ideen immer beim Basteln und nicht vorher. Manchmal habe ich vorher, wenn ich nicht, also wenn ich dann im Bett liege oder so, dann habe ich vielleicht eine Idee. Aber die muss ich mir dann aufschreiben, weil sonst vergesse ich es auch immer.
Die meisten Ideen habe ich ja beim Bastler. Direkt beim Bastler. So, jetzt habe ich das Walnuss. Und jetzt nehme ich das da hin. Und fahre einfach so ein bisschen so drumherum. Da war ja vorher nur das Grün. Das ist das da, Hanna. Das habe ich mit dem Pinsel gemacht, genau. Wie gesagt, das mache ich immer bloß so ganz leicht so. Oder wie das nicht rauskommt gleich so. Und jetzt könnte ich ja hier noch mal lass dich feiern. Mal mit dem Grün. Ha, toll, guck. Und wo haben wir denn noch was? Make today amazing, genau. Cool. Also früher habe ich immer was auf die linke Seite gemacht. Dann habe ich jetzt eine Zeit lang gar nichts mehr auf die linke Seite. Ihr seid ja immer meistens dabei und jetzt habe ich mir halt wieder was dran und jetzt weiß ich noch nicht, jetzt mache ich hier den grünen Streifen, den schneide ich mir jetzt da eine Runde. Also ich habe ja hier das Aquarellpapier vom Edge, jetzt habe ich das aber auf der welligen Seite gekürzt praktisch oder geschnitten, aber da entsteht ja manchmal so ein bisschen ein erhöhter Rand, weil ich möchte die glatte Fläche nehmen, nicht die wellige Seite. Da habe ich halt jetzt beim Schneiden nicht aufgepasst. Und jetzt mache ich das einfach so, ich gehe mit meinem Falzbein da drüber und schon habe ich fast gerade könnte. Also sieht man gar nichts mehr fast. Also und dann tue ich es ja sowieso nur auf die Seite, wo der Streifen drüber kommt. Da sieht man da gar nichts mehr. Aber es ist ja auch nicht mehr erhaben. Also hier auch nicht mehr. Da kann man auch nochmal drüber gehen, weil das ja doch die linke Seite ist. So. So mache ich das immer und dann habe ich praktisch auch eine schöne Seite. Und jetzt kann man das da nehmen und einfach, das schneide ich mir zurecht, da runter. So, jetzt habe ich den Streifen mir zurechtgeschnitten. Der kommt jetzt da drauf. Das kann ich gleich machen. Das wird sich auch nicht mehr großartig ändern da hinten. Und hier kommt jetzt dann nur, ich weiß gar nicht, soll ich es mit dem Stempel machen? Oder soll ich meinen könnte ich eigentlich schon machen. Ich nehme meine Stanze wieder. So. Jetzt habe ich mir meinen Text ausgeschnitten oder ausgestanzt. Dann muss ich das jetzt festkleben.
Also zum Festkleben nehme ich halt am gernsten immer den vom Teddy, weil, und auch diese Flasche, weil das ist einfach schön dünn aufzutragen. Und da sieht man dann auch keine Kleber, wie soll ich sagen, Spuren, wenn man das, auch wenn man nicht so geübt ist jetzt. So. Jetzt müssen wir das da vorne noch drauf machen. Weil manchmal sieht man doch, dann von der Innenseite so die Klebespuren, sage ich immer. Und das ist ja wie wenn sich jetzt dort durchdrückt, aber das drückt sich ja nicht durch, weil ich den Kleber verwende vom Teddy. So, und jetzt brauche ich wieder einen Umschlag. Ah, das ist eine Karte. Komm schon. Rum, zwei richtig rum Leder. So, dann brauchen wir jetzt da auch noch ein bisschen was Grünes. So, für den Umschlag mache ich jetzt das. So. Das kennen wir ja auch schon von mir. Dass ich den Umschlag immer mitmache. Und da spiegelt sich halt immer das Innenleben ein bisschen auch. Also, weil das manche machen ja auch auf Vorrat und dann möchte ich einfach wissen, wie ungefähr das Innen drin aussieht, wenn ich es dann in der Folie habe. So, und jetzt machen wir hier die zwei. So, das habe ich jetzt zuerst das Grün, das ist aber auch egal. Halt, das darf ich noch nicht machen, weil das will ich ein bisschen andersrum machen. Dann brauchen wir wieder das Braune. So. Und das will ich so ein bisschen reinlaufen lassen. Und dann auch das Grüne wieder ein bisschen. Schön noch genug drauf auf dem Bürstle. So, und dann schreibe ich das jetzt mal. So.
sehe da wieder Umschlag plus Karte, Karte und Innenleben. So, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Dann lasst mir einen Daumen da und dann vielleicht, wenn es möglich ist, ein kleiner Kommi. Das unterstützt meinen Kanal. Dann komme ich auch weiter nach vorne. Also, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Uli.